Hallo Leute, willkommen zur Fortsetzung unseres Let's Plays von Final Fantasy 7. Wir sind jetzt in Nibelheim angekommen. Clouds Heimatstadt. Du sagst es, die ganze Stadt ist abgebrannt. Ja. Cloud, hast du uns angelogen? Ich lüge nicht. Ich erinnere mich, die Hitze der Flammen. Sehr mysteriös. Die Stadt hätte eigentlich in Schutt und Asche liegen müssen. Sephiroth hätte dafür gesorgt. Ah, das ist einmal ein schwarzer Umhang. Glückskapsel. Nein. Was hast du zu erzählen? Das ist jetzt eigentlich erst Zeitverschwendung. Die Leute hier behaupten, sie wüssten von nix. Als ob nichts gewesen wäre vor 5 Jahren, als Sephiroth hier gewütet hat. So, noch eine weitere, wieder. Vereinigung. Glückskapsel. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich die Zeit vergessen zu starten. So, jetzt betreten wir mal Tifas Haus. Oder was Tifas Haus sein sollte. Eine weitere schwarze Gestalt muss es holen und Sephiroth bringen. Denn eins mit Sephiroth werden. Dieser Typ hat die Nummer 5. Er hat die Zerwirrung 11. Turbo FA. Muss gehen. Wiedervereinigung. Herzlichen Dank, Mann. So, jetzt gehen wir schnell hoch. Da ist eine weitere schwarze Gestalt. Tätowierung Nummer 4. Plattenfaust erhalten. So. Jetzt gehen wir noch ins Clouds Haus. Hier ist keine schwarze Gestalt, aber die Frau. Schauen wir, was sie zu sagen hat. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr in diesem Haus gewohnt. Nein. Aber die Stadt wurde niedergebrannt. Bist du krank, solche Dinge zu sagen? Verschwinde. Ja, die benehmen sich schon wirklich verdächtig. Ah, komm, geh raus. So. Ah, das ist ein Geschäft, da brauchen wir eh nichts. Da ist noch eine schwarze Gestalt. Er hat die Tätowierung mit der Nummer 12. Er hat etwas. Elixier. Kannst du hören? Die Stimme von Sephiroth. Nein, ich kann sie nicht hören. Hübsche Stadt, oder? Wir sind hier schon lange im Geschäft. Du lügst. Hast du was mit der Stadt zu tun? Außer hier geboren und aufgewachsen zu sein? Ich war hier, bis ich 14 war und an dich kann ich mich nicht erinnern. Lügen ist schlimm. Ja. Naja, jetzt gehen wir doch hier wieder raus und betreten mal die Shinra-Villa. Ach ja, die zwei sprechen wir noch an. Er ruft, Sephiroth, er ruft. Der große Sephiroth ist nah. Muss man schnell meine Kopplungen anschauen. Meistergürtel. Ich hätte andere Sachen gebraucht. Die Shinra-Villa sind, soweit ich mich erinnere,
nicht unbedingt gesellfreudige Monster unterwegs. So, noch hier rein. Zwillingswippe. Gehen wir gleich nach oben zum Safe. Oh nein, ich hasse diese Viecher. Ich hasse unglaublich diese Viecher, die können so tödlich sein. Da ist dieser Numalus, der in dem Safe ist, gar nichts dagegen. Es ist egal, welchen Level man hat, denn sobald sie einfach einen Konfus oder so zaubern, dann ist man am Arsch. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber stimmt doch. Wenn man sich gegenseitig umbringt mit den gewaltigen Angriffen. Einmal zaubern, Blitztreif alle, das ist aus für mich. Ich spreche übrigens aus Erfahrung. Ist mir schon mal passiert. Nein? Ah. Nein, 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 sind zu viert. Das ist sehr schlecht. Ach Gott, nein, bitte. Das ist dieser Angriff. Nein, 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 nein. Seht ihr? Oh, was soll das? Was soll das? Dazu noch daneben. Mein Gott, ich krieg da Kopfschmerzen. Na, wegen sind bekommt man ein bisschen Erfahrungspunkte. So. Gut, dann Safe trotzdem öffnen. Nein, daneben. Sechsunddreißig müssen wir erwischen. Zehn. Nein, 50 und 97. So, hat ja ganz gut geklappt. Erfolgreich. Und auf geht's gegen Numalus. Also dieser Gegner ist ja, naja, ein starker Gegner. Man muss halt wissen, wie man ihn handhabt. Greift man ihn nur mit Zaubern an, dann wechselt er die Form bei einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann wird er gegen Zaubern mehr oder weniger resistent. Dafür wird er aber gegen physische Angriffe empfindlicher. Upsala. So. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Na super. Upsala. Ich habe ihn, glaube ich, beschleunigt aus Versehen. Ah, das macht jetzt der Kampf ein bisschen interessanter, glaube ich. Wie ihr seht, verursacht jetzt gerade eigentlich nicht so viel Schaden mit seinen Standardangriffen. Ah, jetzt hat er die Form gewechselt. Jetzt ist er mehr oder weniger gegen physische Angriffe. Seht ihr? Oh, der ist ja platt. Das ging ja zackig. Naja, was erwartet man eigentlich bei Level 41? Kosmoglut, ich kann Nanaki, da ich alle seine Lieblingslimits schon habe, Kosmoglut benutzen.
So, Nanaki hat jetzt all seine Limitangriffe ausrüsten. Ja. Limit prüfen. Einrichten. Jep. So, Nanaki ist der Erste, der, naja, der sein viertes Limit bekommt. Ether. Das hätte ich eigentlich kaufen können, aber. So, jetzt gehen wir runter in den Keller, wo wir hoffentlich auf Sephiroth treffen. Zauberkapsel. Bitte nicht diese kleinen Viecher. Ach, Gott sei Dank. Hoffentlich sind die nicht schlimmer. Aha. Zauberresistent oder wie? Tatsächlich. Na gut, dann greifen wir sie halt mit Schwert, Faust und. Ja, was auch immer Nanaki da macht. Sieht aus wie ein Salto in der Luft. So, hier durch geht's. Und ganz tief nach unten. Also, die Monster in der Wildnis sind ja wirklich böse. Also, jedenfalls diese Kürbisköpfe da. Genau die. Nein, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Ja, das müsste eigentlich alles außer Gefecht setzen. Hoffentlich. Weil ich möchte nicht von Cloud eine kassieren. Ah ja, wir haben den Schlüssel bekommen. Für eine der Türen hier im Keller. Die hier. Hä? Hä? Warum kann ich da nicht rein? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder geht es erst nachdem ich mit Sephiroth geredet habe? Na gut, dann sprechen wir zuerst mit Sephiroth, falls er da ist. Da ist er tatsächlich. Sephiroth. Das bringt meine Erinnerungen zurück. Machst du bei der Wiedervereinigung mit? Ich weiß nicht mal, was eine Wiedervereinigung ist. Genova wird bei der Wiedervereinigung sein. Genova wird bei der Wiedervereinigung mitmachen. Es wird ein Unglück aus dem Himmel beschworen. Genova, ein Unglück aus dem Himmel? Meinst du, sie war eine Angehörige des alten Volkes? Ah, ich glaube, du hast kein Recht mitzumachen. Ich gehe nach Norden, am Mond Nibel vorbei. Wiedervereinigung, Unglück aus dem Himmel. Zack. Er wirft mit Bällchen rum. Sephiroth ist ziemlich mächtig, dass er fliegen kann. Zerstörung. Hier scheint nichts zu sein. Dann verlassen wir mal den Ort. Hä? Wieso kann ich das nicht betreten?
Moment, Schlüssel bitte. Ach, heilige Scheibenkacke. Habe ich jetzt den Schlüssel nicht mitgenommen? Ach, ich bin auch so ein Held. Habe ich jetzt den Schlüssel im Safe drin gelassen? Ach nee, diese Spaziergänge hier sind tödlich. Mein Gott, ich kann übrigens nicht der andere Gegner sein. Komm, Barret, schalte sie schnell aus, sonst sind wir dran. Mein Gott, ey. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich sag doch, es ist tödlich hier. Und dann vergesse ich noch den Schlüssel im Safe. Oh mein Gott. Ich sollte, glaube ich, alle Zauber abkoppeln. Damit mir sowas nicht mehr passiert. So, schnell nochmal den Schlüssel holen. Ja, tatsächlich, da liegt er ja. Oh mein Gott. Ja, ja. Nein. Ja. Mein Gott. Komm schon. Jetzt hat der Timer nicht mehr funktioniert, hat die ganze Zeit ping, 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 lässt sich nicht ausschalten. Oh Gott, ich bin so gestresst gerade. Allein die Tatsache, dass ich diesen dämlichen Schlüssel vergesse. Toll. Jetzt wieder zurücklaufen. Und unsere 15 Minuten sind eigentlich schon abgelaufen. Na gut, Leute, dann mache ich an dieser Stelle Partschluss und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Part. Hoffentlich. Außer ich muss das Ganze nochmal spielen, weil ich hier nicht speichern kann hier. Und ich wahrscheinlich in dieser Villa verrecken werde. Na gut, dann adios, bis zum nächsten Mal.